Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist Montag, Nachmittag schon tatsächlich 20 vor 4. Isi und ich, hi Mäuschen, sie ist gerade hinter der Kamera aufgetaucht. Wir wollen gleich unbedingt noch einkaufen fahren, vor allem weil auch Madame zu einem Fotoautomaten muss. Sie braucht Passbilder, die muss dieses Jahr ihren, also bis August, ne? Nee, ist schon, ne? Ist schon längst abgelaufen. Ihr Ausweis ist abgelaufen. Die muss einen neuen Ausweis beantragen und braucht dafür natürlich aktuelles Bild. Dann muss Madame noch, wenn es hinhaut überhaupt von der Zeit, wie lange haben die auf? 18 Uhr. Ja gut, dann haut es hin. Zu ihrer Frauenärztin neues Rezept holen und wir müssen einfach einkaufen. Katzenfutter geht zu Ende, Wasser ist kaum noch da. Obst, Gemüse, ein bisschen Brot und so weiter und so fort. Ja, und deswegen stehe ich jetzt schon auch in der Küche und mache was zu essen. Weil während wir weg sind, brauchen unsere Männer natürlich was zu essen. Die kommen gleich von der Arbeit nach Hause, Dirk und Christian. Und die brauchen unbedingt was Richtiges zu essen. Und ich habe mich wieder für eine Suppe entschieden. Ich habe auch vorhin schon, habt ihr ja gesehen, einfach mal so ein Hähnchen-Innenfilet ist das abgekocht. Das werde ich gleich noch klein schneiden und zurück in den Topf geben. Und habe schon Kartoffeln in die Brühe reingetan. Ich mache jetzt eine Suppe, eine Linsensuppe, eine rote Linsensuppe, weil das einfach am schnellsten geht. Diese roten Linsen, die brauchen nur wenige Minuten, 10, 12 Minuten. Und dann sind die in der Suppe auch schon fertig gekocht. Deswegen mache ich das. Und was nehme ich noch alles rein? Das zeige ich euch natürlich. Ich habe hier aber schon meine Pfanne, die mache ich an. Und ich habe hier ein bisschen Öl drin. Ich mache jetzt natürlich die Sajarka. Und auch da ist heute nichts Aufwendiges, nichts Besonderes, das was gerade noch da ist. So viel habe ich nicht mehr. Ich habe weder Stangensellerie noch sonst was. Deswegen eine Zwiebel, zwei Möhren. Eine halbe Paprika, weil den Rest musste ich wegschmeißen und eine Solo-Knoblauch. Und ich gebe einfach jetzt schon eine große Peperoni rein, die lasse ich kurz mitkochen und nehme dann aber raus, die wird nicht mitgegessen. Die soll jetzt nur ein bisschen Schärfe abgeben und dann war es das. Und die Zwiebeln, Möhren,
Paprika und Knoblauch, das schneide ich jetzt, beziehungsweise die Möhren werden gerieben. Und brate einfach im Öl in der Pfanne ein bisschen an. Das schmeckt einfach besser, wenn man das Gemüse vorher ein bisschen anröstet, anstatt das einfach direkt mit in den Topf zu geben. Ja, und das ist dann auch alles. Mehr kommt heute nicht rein. Die Linsen, die kommen rein, wenn die Kartoffeln schon, ja, halb gar sind. Weil die eben nicht ganz so lange brauchen. Oder wenn ihr jetzt keine solche Linsen habt, sondern nur aus der Dose, das geht wunderbar auch, dann braucht ihr die gar nicht während des Kochens reingeben, sondern erst am Ende, wirklich am Ende, wenn alles durch ist. So, und jetzt die Zwiebel schneiden und in die Pfanne reingeben zum Anbraten als erstes. So, die Zwiebel ist jetzt geschnitten. Das ist eine große Zwiebel, aber umso besser. Ganz viele Vitamine. Einmal anrösten und in der Zwischenzeit reibe ich auf der groben Reibe die Möhren und gebe die auch gleich mit rein. So, die Möhren sind gerieben und dann ab damit in die Pfanne und auch ein bisschen anrösten. Und in der Zwischenzeit schneide ich jetzt einfach mal diese ein bisschen mehr als halbe Paprika in kleine Würfelchen. So, die Paprika auch gleich mit in die Pfanne dazu. Also es schmeckt einfach tatsächlich viel, viel besser, wenn man das Gemüse ein bisschen anröstet. Jetzt nicht... Ich habe doch schon runtergestellt, die Kartoffeln wollen abhauen. So, die Paprika auch ein bisschen mit anbraten. Und den Knoblauch, den reibe ich einfach hier auf der feineren Seite. Aber damit warte ich ein bisschen, bis ich den in die Pfanne gebe, weil der sonst zu schnell verbrennt. Der ist ja sehr, sehr fein gerieben. Erstmal das Gemüse ein bisschen anbraten lassen. Und dann den Knoblauch noch dazu. Lutscha, hol mir mal bitte einen großen Löffel. Und hier gebe ich einfach, oh, ich brauche keine Löffel, ein bisschen Bio-Bouillon-Huhn rein, weil das ja, ja auf Hähnchenfleischbasis ist, das Ganze, deswegen passt das. So, jetzt gebe ich noch ein bisschen Knoblauch in die Pfanne mit rein. Lasse das nur ganz, ganz kurz noch mitrösten und gebe die ganze Geschichte, das ganze angebratene Gemüse in den Topf rein. Und in der Zwischenzeit schneide ich einfach mal diese Hähnchenbrustinnenfilets etwas kleiner und gebe auch gleich in den Topf mit rein oder eben zurück. So, darf das jetzt zu Ende alles mitkochen. Aber das Fleisch ist durch, das zerfällt eigentlich. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, weil das super schnell geht. So, bevor mir der Knoblauch jetzt hier richtig verbrennt, mache ich den Herd einmal hier unter der Pfanne aus. Und lasse das einfach mit der Resthitze ein bisschen brutzeln. So, das Fleisch ist soweit. Alles ist jetzt dran. Und ich gebe jetzt den Inhalt der Pfanne auch noch mit rein.
So, das sieht doch schon sehr, sehr gut aus. Ich habe eigentlich nicht so einen vollen Topf haben wollen. Jetzt ist es doch wieder so viel. Auch Salz ist tatsächlich perfekt abgestimmt gerade. Ich habe ja vorhin ein bisschen gesalzen gehabt. Was ich jetzt brauche, ist noch ein bisschen Pfeffer. Oh, die muss ich auch wieder aufkühlen. Und ich teste mal eine Kartoffel, ob da jetzt schon... Ja, sieht schon sehr, sehr gut aus. Das heißt, ich kann jetzt das Ganze zu Ende machen. Und dafür nehmen wir jetzt die Linsen. Nicht zu viel. In einen Sieb und spülen die einmal aus. Einfach kurz unter dem fließenden Wasser durchspülen und rein. Hopsala. Zack. Und mit kochen lassen. Jetzt nur noch 10 Minuten ungefähr und dann ist die Suppe auch schon fertig. Deswegen gebe ich jetzt auch schon ein paar Lorbeerblättchen rein. Und hole mal ein bisschen was Grünes, also Kräuter aus dem Gefrierschrank. So, ich gebe jetzt einfach, was ich hier habe, ein bisschen Schnittlauch mit rein. Dann Basilikum. Und Dill. Zack. Dann habe ich die Dinger auch schon weg. Raus aus dem Kühlschrank, Gefrierschrank. Und jetzt einfach nur zu Ende alles garen. Nicht zu lange, sonst habt ihr von den Linsen gar nichts mehr. Und dann ist die Suppe auch schon fertig und meine Männer können gleich essen, wenn sie nach Hause kommen. Und wir können gleich dann auch schon los, wenn das ausgestellt ist. Bis dahin mache ich natürlich noch ein bisschen weiter im Haushalt, aber es ist nun mal so, dass einiges noch zu erledigen ist. So, ihr Lieben, die Suppe ist auch schon fertig. Das hat jetzt wirklich 40 Minuten, wenn es hochkommt, alles insgesamt gedauert. Alles ist schön durch. Schmeckt sehr, sehr lecker. Meine Männer haben jetzt was zu essen. Hier habe ich schon was für meinen Grieb, also mein Kwas hier vorbereitet. Ich hole einfach mal die Beutel raus. Und dann darf das einmal abkühlen. Dieser Kwas, also dieses Kombucha, ne, lebt und entwickelt sich und wächst vom schwarzen Tee, gesüßten schwarzen Tee. Und schmeckt sehr gut. Nur meine Kinder mögen das nicht. Oder Dirk. Keiner mag es hier außer mir. Umso besser. Mehr für mich. Ja, ihr Lieben, das Essen ist fertig. Müll raus, Geschirrspüler müssen die Männer gleich noch
anschmeißen, wenn sie ihre Dosen und Thermobecher mit reingestellt haben. Und Isi und ich, wir düsen jetzt los. Es ist jetzt schon 4:15. Bevor alles dicht macht, vor allem eben die Frauenarztpraxis, müssen wir uns jetzt beeilen. Raffi bekommt gleich noch ein paar Aufträge, was er erledigen muss, während wir weg sind. Ich schreibe noch in die Familiengruppe für die Männer, dass die dann das essen können. Muss man immer alles Bescheid sagen. Letztens waren wir weg, hier war was fertig. Haben die nicht gegessen. Wir wussten nicht, ob wir das anfassen dürfen. Ja, manchmal frage ich mich auch, naja, ihr wisst schon. Ich ziehe mich jetzt um. Wir packen die ganzen leeren Flaschen und alles ins Auto und fahren los. Und wenn wir wieder da sind, zeigen wir euch natürlich den Einkauf. Genau. Also, bis später. So, ihr Lieben, wir haben jetzt kurz, also 9:05 schon tatsächlich. Schnuckiputzi und ich sind gerade nach Hause gekommen. Okay, wir sind ja auch relativ spät heute losgestartet. Es war schon irgendwas 4:30 oder so, als wir weggefahren sind. Kurz sogar danach schon. Ja, Madame hat ihre Sache erledigt. Die musste ja was, ein Rezept bei ihrer Frauenärztin abholen in der Praxis. Und dann waren wir im Rewe-Zentrum. Ich habe auf sie dann einfach beim Bäcker Meier gewartet. Hab mir ein Käffchen und ein Stück Kuchen. Wir haben sogar noch ein Stück von dem Kuchen mit, weil Isi es nicht aufgegessen hat. Nein, das ist das nicht. Naja, egal, irgendwo hier auf jeden Fall. Und ich habe auf sie gewartet. Und danach waren wir bei der Apotheke. Da ist die Isi-Apotheke. Dann waren wir bei der M. Der hat jetzt wieder eröffnet. Wir hatten ja jetzt, ich glaube, 2 Wochen oder 3 Wochen war der zu. Umbauarbeiten und so weiter. Und jetzt haben die letzte Woche haben sie schon wieder aufgemacht gehabt. Und dann waren wir bei Rewe oben. Und auf dem Rückweg mussten wir ja eh über Bügelsen fahren, weil wir bei Mama nach den Rechten gucken mussten in der Wohnung. Und auch drinnen in der Wohnung halt die Blümchen gießen und gucken, wie es draußen so ist. Deswegen sind wir noch kurz bei Lidl rangefahren. Vor allem eben wegen Wasser. Und das haben wir auch gekauft. Das habe ich da gleich stehen lassen. 3 6er Träger Wasser von Lidl. Stehen im Anbau. Dann haben wir bei Rewe, ist gerade im Angebot, Spezi, die großen Flaschen, haben wir eine Kiste mitgenommen. Das sind ja diese, ich glaube, 20er, ne? Kisten. Steht auch hinten im Anbau. Genau. Und ansonsten haben wir alles hier, was wir eingekauft haben. Und ich zeige es euch einfach mal. Genau. Also, wir waren noch beim Bäcker Meier. Haben ein paar Sachen da gekauft. Zum Beispiel diese kleinen Mini-Teile. Aber da wir uns bei Rewe an der Salattheke noch Salat mitgenommen haben, Isi und ich, sind natürlich nicht mehr viele drin. Wir haben die mit Salat aufgegessen, ein paar davon. Dann haben wir beim Bäcker Meier, das ist dieses Tiger Butter, nennt sich das. Das ist Ciabatta Brot mit einer türkischen Pfeffer- und Salzkruste. Ich liebe ja sowas. Also haben wir das auch einmal mitgenommen. Dann war wichtig tatsächlich Brot. Das ist Opa Wilhelm Brot. Von Bäcker direkt dann, ne? Und hier ist noch das Stückchen Kuchen tatsächlich. Das war so ein Kirschkuchen. Werde ich gleich meinem Mann einfach aufs Auge drücken. Als Nachtisch. Die Suppe war übrigens sehr lecker, meinten die. Dann habe ich hier Apotheke. Und ich habe das nur erstmal geguckt. Und die Dame an der Kasse, Isi Apotheke ist ja wie so ein Supermarkt quasi, ne? Da kannst du durchgehen, was nehmen und an der Kasse dann bezahlen. Da ist zwar auch eine Theke, wo man mit Rezept oder eben ein paar Sachen sich von den Mitarbeitern geben lassen muss, aber ansonsten kannst du so einkaufen halt, ne? Und ich habe da geguckt und da waren solche Massageroller, ne? So kleine mit Noppen und so. Und ich sage, ah, schon wieder nichts. Und die fragt mich, was suchst du denn? Und ich sage, diese Schneebesen-Kopfmassage-Teil. Der geht auch einfach ein paar Meter weiter, da. Ich bin hin und
weg. Ich liebe dieses Ding. Kopfmassagespinne nennt sich das. Wellness-Kopfmassagespinne. Tada, lange gesucht. Jetzt habe ich es. Cool. Das war reinste Freude. Und dann habe ich hier noch ein paar Sachen. Wo ist das jetzt hier? Also hier habe ich nur den Womakur. Habe ich ja auch mitgenommen. Und dann muss es aber hier in der Tasche dann sein. Ach da. Für die Kinder, vor allem Ralfi, der hat immer wieder Probleme mit dem Einschlafen zwischendurch, habe ich zum Ausprobieren solche Melatonin-Strips. Das sind Blättchen, die man auf die Zunge legt oder unter die Zunge, auf jeden Fall im Mund zergehen lässt und dann, ja, soll es wohl funktionieren. Habe ich jetzt auch mitgenommen. Und jetzt, also und, das ist aber bei mir in der Handtasche drin, eine Tube Finistil, aber eine kleine Tube, war gerade im Angebot, weil irgendwas war. Jetzt habe ich mir da drauf das geschmiert und alles ist super. Vorher hat das auf einmal so alles gejuckt, hier die Arme, keine Ahnung, was, warum. So, jetzt kommt DM. Bei DM habe ich hier Knuspermix reich an Geflügel mit Knabbertaschen für ausgewachsene Katzen und so weiter. Für unsere Vierbeiner ein bisschen was mitgenommen. Einmal diesen Trockenmix und hier sind, aber ich habe jetzt, ich hole nicht alle Dosen raus. Katzenfutter. Ein paar Dosen. Von jeder Sorte zwei. Wir haben auch dann bei Rewe auch noch ein paar Dosen mitgenommen an Katzenfutter. Genau. DM, wir waren bei DM. Gut. Hier haben wir noch mehr DM. Isi hat auch irgendwas mitgenommen, aber die hat das jetzt schon nach oben geschleppt, glaube ich. Ja. Einiges ist gerade in der App günstiger oder eben teilweise sogar eine Sache oder so gratis. Es lohnt sich tatsächlich, diese Apps runterzuladen. Toilettenreiniger, einmal DM so, diesen. Dann einmal noch Denk mit Nature, diesen, dann Badreiniger Meister Proper, ist auch noch dabei. Dann Backpapier, dann Multipower 2 Antikalkpulver. Für die Waschmaschine. Dann habe ich mir wahrscheinlich das andere in der anderen Tasche von Mixer Pantenol Comfort Body Balsam einmal und einmal noch einen anderen, auch von Mixer, aber das ist bestimmt in der anderen Tasche. Dann habe ich auch ein paar Duschgels, ist auch noch da hinten, für meine Männer mitgenommen. Weil für uns so normal Duschgel haben wir noch jede Menge, aber eben nicht wirklich viel dieses Man-Zeugs. Limited Edition schnuppert ganz gut. Habe ich jetzt dabei 3 in 1 Jungle Green, okay. Dann, das war gratis zu dem Moment. Ich hole das hoch. Einfach hier nach vorne. Zu dem Zeit, wenn man für 9 Euro von Finish irgendwas kauft, holt man sich gratis Sacrotan Hygieneseife. Und ich habe diese hier, Sweet Summer Limited Edition, ausgesucht. Schnuppert fantastisch. Ja, super. Und dann habe ich das hier mitgenommen. Brauchen wir so oder so andauernd, also passt. Dann habe ich von Nivea neu und auch noch Limited Edition tatsächlich Deos mitgenommen. Fruity Delight und Exotic Feeling. Für mich Deos. Dann einmal Fruchtfliegenfalle nochmal. Ich habe welche stehen, aber es muss bald erneuert werden. Dann haben wir einmal Bodentücher feucht.
und einmal als Wecktücher feucht mitgenommen. Benötigt man tatsächlich immer wieder. Ich habe zwar meine selbst eingelegten Swiffer, aber manchmal, ja, sind die auch gar nicht schlecht. 120 Liter für Schwerlast aus 25% recyceltem Kunststoff. Solche großen Tüten, Beutel, Müllbeutel. Wir benutzen das tatsächlich für aussortierte Klamotten. Und dann habe ich noch für die vierbeinigen Kinder da draußen ein paar Snacks mitgenommen. Die Knabbertaschen, verschiedene. Oh, jetzt habe ich mich vergriffen. Naja, egal, Junior, Knabbertaschen reich an Huhn. Meine sind zwar nicht mehr so Junior, die sind schon ein Jahr alt. Aber ich denke, die freuen sich trotzdem. So, dann Masken. Also die Tasche musste ich mir auch kaufen, weil nicht genug Platz hatte ich in meiner Tasche hier. Ich habe ein paar Masken mitgenommen. Einmal hier White Hibiscus Maske. Entspannt die Haut, tralala, Limited Edition, klar. Fruity Rainbow Tuchmaske, auch Limited Edition. Guckt mal, wie lecker die aussieht, was da so drauf ist. Dann Retinol-Maske, die ist tatsächlich gut. Ich nutze die oft, deswegen musste ich jetzt nachkaufen. Dann I am not like the Otters. Okay. Tuchmaske mit blumig-fruchtigem Duft, Limited Edition. Ja, habe ich jetzt dabei. Dann, Easy hat sich auch so eine mitgenommen. Gesichtsbürste 2 in 1, die hat hier auf einer Seite so aus Silikon, auf der anderen Seite solche ganz, ganz feinen Pinselchen. Ist immer gut. Dann habe ich noch ein paar Sachen hier. Also hier ist nochmal tatsächlich diese Mixer. Genau, nur andere Sorte. Ceramide Protect Body Lotion habe ich noch dabei. Hier ist nochmal Balea Men, nur andere Sorte für meine Jungs. Dann habe ich Denk mit Sommerglück Duft Edition Geschirrspülmittel mitgenommen. Easy und ich haben für uns jeweils für die Handtasche oder Auto, wie auch immer, Sundance von DM, diese kleinen in Mini-Format halt Sonnensprays eingepackt. Dann habe ich hier auch noch mal Seife tatsächlich. Die hier, wie die Maske da hinten, der gleiche Name. Und einmal Küchenseife. Die ist tatsächlich gut für, ne, damit die Hände nicht riechen. Dann hat Easy noch die beiden Sachen. Ja. Das sagt schon von sich aus, ne, was das so ist. Dann nochmal hier Balea. Upsala. Men, ich habe ja 3 Männer hier, also muss ich 3 kaufen. Abschminkpads aus Mikrofaser hat Easy mitgenommen. Ich habe noch ein paar ganz kleine Kleinigkeiten dabei. Zeige ich euch. Soforthilfe Kräutergel, Gel nach Mückenstichen, genau wie Autan Aktiv Gel nach Insektenstichen. Dann, also das war in der App, die hier zuckerfreie Halsbonbons, 2 Sorten, einmal Sandorn Orange und einmal Holunderblüte Johannisbeere. Und hier ist noch eine Maske, Pink Peel Off Maske. Dann habe ich noch, was hier, genau, Nagellack, 2 Farben, einmal so ein, ja, Senf, nein, ist nicht, keine Ahnung, wie die Farbe, Sand. Und hier Bingo Flamingo habe ich jetzt dabei. Und Easy hat eine Klamotte, die sie unbedingt umfärben will, also haben wir jetzt hier so ein Zeug zum Klamottenfärben. Und hier habe ich nur noch ein paar Dosen Katzenfutter, die... Achso, hier ist noch ein Nagellack, habe ich fast übersehen. So einen goldenen habe ich mitgenommen. Ja, und hier sind noch
halt ein paar Dosen von DM. Katzenfutter. Genau. Das haben wir. Und jetzt kommen wir zu Rewe. Ja, ich habe hier nämlich nicht nur Rewe. Ich werde jetzt einfach alles zeigen und wenn ich weiß, woher das kommt, einfach dann dazu sagen. Weil wir dann, als wir bei Lidl waren, einfach da noch was reingestopft haben, wo Platz war in den Kisten. So, auf jeden Fall haben wir bei Rewe Toilettenpapier gekauft. So eine ganz große Packung. 16 Rollen. Dann war bei Rewe gerade, oder ist bei Rewe, Krumbachers Fassbrause im Angebot. Und wir haben einmal 6er schwarze Johannisbeere. Und dann haben wir noch einmal 6er, nee, das waren 4 Rhabarber, 2 Zitrone und 3 waren es, also das, was da noch war. Mango, Fassbrause. Wir haben aber jetzt nicht alles hierher geschleppt, sondern nur das, was ich so gegriffen habe. Den Rest haben wir nämlich einzelne Flaschen einfach mit in die Kiste zu Spezi reingestopft, so kopfüber oder so. Genau, das ist jetzt von Lidl. Das sind einfach unterschiedliche Brötchen. Meine Brötchen hatten sie zwar nicht mehr da, wir waren auch schon, das war nach 8, als wir da waren. Aber ich habe hier Käse-Laugenstangen, dann habe ich solche Sonnenkrustis und Kürbiskernbrötchen. Die Kürbiskernbrötchen sind gerade im Angebot. Dann habe ich in der App gratis gehabt, habe ich jetzt einfach mitgenommen. Manchmal ist Besuch hier, Jürgen zum Beispiel oder auch Flo, die trinken mal gerne ein Bier oder so. Wird dann halt im Kühlschrank stehen bleiben, bis einer das braucht, was haben möchte. Dann haben wir auch noch bei Lidl mitgenommen, bei Rewe wollten wir das nicht mitnehmen, weil ja, wir da noch unterwegs waren eine Zeit lang. Aber bei Lidl, weil wir dann da schon fast unterwegs nach Hause waren. Flutschfinger. Raffi liebt die Flutschfinger über alles. Deswegen haben wir die jetzt mitgenommen. Das ist auch von Lidl. Kondensmilch in XXL. Für Kaffee oder so. Das ist auch von Lidl. Eine Zucchini. Dann kommt Rewe. Bei Rewe habe ich natürlich diese Brötchen mitgenommen. Das sind Vollkornbrötchen zum Fertigbacken mit vor allem auch Sonnenblumenkernen. Die sind sehr lecker. Dann auch bei Rewe mitgenommen Tee. Und zwar nur da gibt es Madame Grey. Mag ich selber auch total gerne. Und Rotbusch hatten wir letztens gerade am Samstag die letzten Tütchen rausgepult für die Kinder. Deswegen habe ich gleich 2 mitgenommen. Rotbusch-Tee gibt es nämlich nicht überall. Dann haben wir bei Rewe noch das hier mitgenommen. Das ist ein Frühstücksbröt. Ne, schwedisch. Wollte ich mal probieren. Keine Ahnung, ob das schmeckt. Werden wir sehen. Spongetecks Flexifresh Küchenschwämme. Sind hier 4 Stück, haben wir dabei. Und dann haben wir ein bisschen was Gesundes, und zwar Zwiebeln. Endlich mal keine Erbsen, sondern Zwiebeln von der Größe her. Bananen. Gleich ein paar mehr. Und ich muss den Akku umtauschen. So, der neue Akku ist drin. Weiter geht's. Tomaten. Waren im Angebot. Paprika im Angebot, 3 Stück. Dann Stangensellerie. Eine kleine Ananas war auch im Angebot. Easy, Christian, die lieben Ananas. Dann Äpfel, Jona Gold, süß-säuerlich. Und auch im Angebot gerade, glaube ich, weiß ich jetzt nicht mehr, Blattpfirsich. Genau, das sind jetzt die gesunden Sachen von Rewe. Dann Haushaltshandschuhe, einmal in L und einmal in M. Und Plombier Kondensmilchgeschmack Buttergekse.
Oder steht eigentlich Biscuits? Mal gucken. So, das war jetzt die Kiste. Dann haben wir hier in der Kühltasche ein paar Sachen. Auch gemischt tatsächlich. Bei Lidl. Das ist jetzt hier von Lidl. Das ist doch alles, was von Lidl ist. In der App günstiger, diese Delikatesshähnchen oder Truthahnbrust habe ich hier mal mitgenommen. Und Tilsiter ist auch in der App gerade günstiger. Käse haben wir nämlich nicht mehr viel. Der Rest ist von der M. Nee, wie heißt das denn? Krebe. Ah, ja. Auf jeden Fall ein bisschen geriebenen Käse. Kartonkäse, Pizzakäse und Cheddar. Genau wie Lederma ist gerade im Angebot. Isi hat jetzt die hier mitgenommen. De la Creme, cremig aromatisch. Und einmal hier zart würzig. Sie meinte, wir haben nicht mehr viel Käse. Ich mach mal jetzt hier diese Kiste einmal runter. Nehmen, damit ich das einfacher dann euch zeigen kann. Frischer Fisch. Und zwar Rotbarschfilets habe ich mitgenommen. Das heißt, in den nächsten paar Tagen gibt es Fisch. Dann immer noch im Angebot oder vielleicht schon wieder im Angebot. Almette Gemüsetraum, also Fässchen. Ich habe jetzt hier zweimal Gemüsetraum und einmal für Dirk Meerrettich. Er isst das auch sehr gerne. Also für nur 99 Cent ist das, ja, anstatt fast 2 Euro, ist gut. Auch im Angebot von Dr. Oetker die ganzen Geschichten. Ich habe jetzt hier Grießpudding Natur für Christian mitgenommen und für, ja, hier Kirschgrütze. Mache ich persönlich auch total gerne, also passt das auch ganz gut. Dann einmal Sprühsahne, haben wir jetzt aufgebraucht gehabt. Und dann für Christian, er liebt bei uns Grießpudding, habe ich für die Arbeit einmal hier Natur Grießpudding, 2 Stück und einmal mit Kirschsoße dazu. Nimmt er sich. Und für Dirk, für die Arbeit, habe ich hier Milchreis. Ist auch gerade im Angebot. Einmal neue Sorte. Was ist das hier? Mango Maracuja. Einmal Zimt und zweimal Kirsche. Damit er was hat für die Arbeit Frisches zum Schlabbern. Und auch was zum Schlabbern aus, gerade im Angebot von Ehrmann. Crunchy Erdbeere. Crunchy Banane mit solchen Kugeln halt, ne, so Waffelkugeln. Und hier Erdbeere mit der Mascarpone, 2 Stück Joghurt. Genau, dann haben wir auch die kalten Sachen jetzt abgehakt. Der Korb ist leer. Und jetzt haben wir nur noch den Korb hier und hier ist auch wieder gemischt. Lidl und Rewe zusammen. Ich ziehe euch etwas näher dran. So, bei Lidl habe ich einmal diese Ablagemappen mitgenommen für meine Berichte, Arztberichte. Ich denke, das wird gar nicht so verkehrt sein. Oder für was anderes, für irgendwelche Unterlagen. Dann habe ich, das war Lidl, bei Rewe habe ich die beiden Dosen, die sind gerade günstiger, mitgenommen. Da passt super gut mindestens eine Packung Mehl oder Nudeln oder sonst irgendwas rein. Weil wir ja immer das Problem hier mit den Lebensmittelmotten haben, fühle ich ja so, fühle ich gar nicht mehr um. Dann habe ich College Block, 2 Stück, einmal liniert und einmal kariert mitgenommen. Rafi geht ja weiterhin zur Schule nach den Sommerferien, also braucht er vielleicht das eine oder das andere davon. Dann habe ich hier noch ein paar Schulsachen. Und zwar haben wir gar nichts mehr von diesen Prospekthüllen. Isi hat letztens schon welche gesucht. Die braucht das auch immer wieder für ihre Berichte. Dann habe ich, gerade sind Schulsachen im Angebot. Falls jemand was braucht, ne, wollte ich nur Bescheid sagen. Diese radierbaren Tintenroller habe ich mitgenommen. 2 Packungen. Einmal nur blau, schwarz. Und einmal in bunt. Lila, rot, grün und orange.
habe ich. Dann, Isi hat die gesehen und sagte, ich soll die sofort mitnehmen, weil die immer welche sucht. Korrekturroller. 2 plus 1 gratis. 3 Stück hier drin. Dann Tesa. Ist immer wichtig bei uns hier. Und hier ist so ein Permanentmarker. Der ist bis 90 Grad waschbar. Und so weiter und so fort. Ist auch mal wichtig. Von Lidl. Auch von, ich glaube, jetzt habe ich alles von Lidl. Bei Lidl gerade, war ja klar, ne? Knusprige Zerealienkugeln mit Schokoladengeschmack und Vanillegeschmack. Habe ich jetzt diese Flakes mitgenommen. Dann, die allerletzte heute, Dunone. Raffi wird sich freuen, seine Lieblingsmelone. Dann habe ich noch die hier mitgenommen von Finish. Maschinenpflege, Maschinenreiniger. Und ein bisschen Fleisch, aber auch nur das, was im Angebot war. 2 Packungen Hähnchenkeulen. Und 2 Packungen Puttenbrustschnitzel. Das ist alles. So. Naja gut, ich sag's mal so. Das ist alles. Ja, das war jetzt ein XXL-Einkauf, Wocheneinkauf, Drogerie-Einkauf. Ich denke, wenn wir nicht bei DM wären, wäre es eigentlich relativ kleiner Einkauf. Aber dadurch, dass wir noch bei DM doch schon ordentlich was gekauft haben, ist das jetzt, ja, der Tisch ist voll. Und dabei habe ich ja, wie gesagt, nicht alles hier mit hergeschleppt, denn, ja, muss ja nicht unbedingt alle Flaschen von Krumbacher hier, der Fassbrause halt stehen oder so, ne? Genau, ihr Lieben, was ich auch nicht mit reingeschleppt habe, ich hier in die Küche gleich hinten gelassen, Katzenfutter von Rewe, haben wir auch ein paar Dosen mitgenommen, einfach ein bisschen Abwechslung für die Katzen, unterschiedliche Sorten. Aber ansonsten habe ich tatsächlich alles hier auf dem Tisch. Apotheke, Bäcker, DM, Rewe, Lidl. Genau, das war jetzt unser Nachmittag und oder eher Abend tatsächlich mit Isi Einkauf. Und ich werde mich jetzt auch von euch verabschieden. Ich werde nicht jetzt noch mich ins Arbeitszimmer setzen oder sowas. Ich rufe jetzt die Kinder hier runter, damit sie schnell helfen beim Verräumen. Weil es jetzt schon 9:30 ist und dann werde ich das Video fertig machen. Das war's jetzt für heute. Ein bisschen Haushalt, ein bisschen Kochen, ein großer XXL Mischhall. Von allem ein bisschen was dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen, wer mag. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.